Das geschah beim letzten Mal. Ich bin Redfield. Und so geht es weiter. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Hey, hey, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7. Ist schon ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Ist, glaube ich, fast jetzt ein Jahr her, dass ich das letzte Mal Resident Evil 7 gezockt habe. Aber ich will die Zusatzinhalte jetzt unbedingt zu Ende führen. Vor allen Dingen, weil jetzt das DLC Not a Hero im Dezember rausgekommen ist, letztes Jahr. Das will ich, wollte ich da eigentlich schon zocken, aber Weihnachten, Silvester einfach nicht zugekommen. Und das nächste Ende, was nach Not a Hero rausgekommen ist, quasi, oder von der Story her Not a Hero rausgekommen ist, ist noch Zoe's End. Das werde ich auch noch zocken. Wenn ihr das sehen wollt, lasst ein Abo da, kostet nichts. Und dann könnt ihr es sehen. Ich beginne einfach ein neues Spiel. Ich will es auf einfach spielen, weil ich hauptsächlich die Geschichte haben möchte von dem Typ. Okay. Der ist noch. Der, so, okay, den Lucas soll man noch leben fassen, okay? Fucking Company! Er ist also nicht glücklich. Ah, nee, das ist. Ist alles bereit? Ah, können wir anfangen? Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Okay, was zu erledigen? Das kenne ich, das ist das Ende von Resident Evil 7. Original Story. Chris, haben wir ihn verloren? Nein, nein, Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohlauf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. Die einzige Verbindung zu den Connections. Okay. Zeit loszugehen. Booting Umbrella. HDMI-System. Für Umbrella? Okay, bin im Bergwerk. Habe ich damals mich erst. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lucas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? Drei unserer Besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors gleich davor. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Okay. Das letzte, was ich noch weiß vom Ende, ist, dass die Kleine tot ist. Und dass ich mich damals schon gefragt habe, Umbrella. Umbrella ist eigentlich der böse Verein und der wurde in. Umbrella ist eigentlich zerschlagen, aber die Organisation, die Wesker gegründet hat, ist eigentlich noch aktiv, glaube ich. Die Biowaffen herstellt. Und die haben ja auch hier, glaube ich, mitgewirkt an der Geschichte. Ich muss mir das unbedingt nochmal irgendwo durchlesen mit der Geschichte. Ich erinnere mich grob, dass das hier im Bergwerk nicht ganz lustig war. Schuss habe ich 27 und 9 im Lauf, okay. Immer schön auf die Birne zielen. Was ist hier im Menü? Ach, ich habe auch ein Maschinengewehr. Okay, und was ist das? Arzneispritze. Flinte, das ist dann also hier Thor's Hammer. AW-Modell, okay. Eine für die Vernichtung von Biowaffen konstruierte halbautomatische Flinte. Albert W-Modell verfügt über enorme Schusskraft. Okay. Einsatzbesprechungsdokument. Alpha-Variante, okay. Dann ist meine Zweite Faktoren, sind Chris Redfield und der BSA, Bio-Wandspitze des Imbiss. Die BSAA, okay. Die BSAA war mal diese Eingreiftruppe, das weiß ich noch. Zum Einsatzort, neueste Information, Lukas Becker, sicher Berg in der Nähe von. Das haben wir gerade gehört. Mutmaß für Mitarbeiter, Kriminalorganisation, da kommen Rolle nicht in der Organisation, die Connections, Rolle nicht bestellt, hat zugrunde Information, die Monat-Organisation.
Okay, also hat die Connections. Und scheint irgendwas mit dieser ganzen Geschichte hier zu tun. Umbrella-Ziele. Obwohl viele unserer Mütter von den berüchtigten Pharma-Riesen Umbrella stammen, ist es unsere Sicht, die Untaten wieder gut zu machen, die unter dem Namen Umbrella. Und aus dem Grund haben wir, war das mit der Unternehmen neu gegründet. Ach du, das geht doch schief. Das ist doch bestimmt so eine Verarschungsgeschichte. Ich habe auch Granaten. Geile Nummer. Okay. Also ich habe Handfeuerwaffe und die Flinte. Die Flinte bewege ich mir auf. Handgranaten will ich nicht. Warum sind die eigentlich noch am Leben, wenn wenn eigentlich schon wenn die Kleine tot ist, weil die Kleine hat doch die erschaffen, oder nicht? Sieht das gerade verkehrt. Und der so, oh ne, ich geh wieder weg. Oh, daneben. Nachschub auf Munition wäre jetzt geil. Das Labor ist gleich davor. Was war es, was Lucas hier unten wollte? Wir analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ E-Mutamycet. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Lucas hat hier experimentiert? Ich glaube sowohl selber nicht, dass der Schwachkopf die Experimente durchgeführt hat. Ich werde dich hier rausbekommen. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Ich habe Neuigkeiten für dich. Was? Das wird nicht passieren. Oh, das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann... Stopp! Boom! Also ist mein Such, Chris. Du folgst mir nicht und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh, und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos. Gut, davon mal abgesehen, dass das tierisch unsynchron Scheiße. Ist, aber warum? Sporen in der Luft. Typ E, Mutamycet. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Achtung, Sauerstofftank. Jetzt muss ich hier auch noch schnell raus. Und Kacke. Anscheinend bist du nicht kontaminiert. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Verstanden. Sei nur vorsichtig. Ach du Mann. Nochmal auf Nummer sicher. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Ja, das ist gut oder nicht gut.
Chris abgefangenen Daten analysiert. Wie wir uns dachten, der Mistkerl hatte Statusberichte über Evie an die Connections geschickt. Finde ihn und mach ihn dingfest. Das darf sich nicht wiederholen. Ihr wollt ihn sicher nicht rekrutieren? Chris, wie oft denn noch? Die BSA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Okay? Klar, wie du meinst. Aber warum ändern die nicht den Namen? Das verstehe ich nicht. Warum ändert ihr nicht einfach den Namen? Umbrella ist doch nur wirklich eine Organisation, die totale Scheiße ist. Und ihr haltet trotzdem den Namen fest. Das verstehe ich nicht. Da ist doch eine Falle oder was. Die Nase des Clowns drücken. Hier darf ich speichern. Habe ich was in der Kiste? Ja. Okay, halte ich ein bisschen mehr aus. Nehme ich mit. Und einmal speichern tue ich auch. Und ich traue mich nicht, diesen Knopf zu drücken. Feigling, Feigling. Ja, okay. Aber trotzdem. Ach, hier kann ich. Fünf oder drei. Ich habe noch keine gefunden. Und hier kommen gleich Gegnermassen ohne Ende. Ich ahne das doch jetzt schon. Zwei Tore links und rechts. Ist doch eindeutig, oder was? Drei Tore sogar. Ja, gut, hilft nichts. Achso, hier brauche ich auch noch einen Schlüssel. Den habe ich noch nicht mal gefunden. Okay. Zurück komme ich auch nicht. Also muss das hier sein. Hm. Achso, die kann ich auch so hochheben. Alles klar. Muss ich also erstmal ein Nachtsichtgerät finden. Nehmen wir mal das rote Tor. Ist jemand? Noch am Leben da drin? Redfield? Keine Sorge. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. Ja, das wirst du wahrscheinlich nicht hinkriegen. Sehr merkwürdiges Bergwerk. Und wie kommt ein Laster hier unten hin? Natürlich. Und das sieht nach Granatenzeit aus.
jeder Schuss ein Treffer. Sag mal, was habt ihr denn für Probleme? Schön viele von euch hier. Was ist eine Falle? Mist. Natürlich. Nerven, alter Kurbel, okay. Was habe ich da gerade gefunden? Nerven? Gegner in der Nähe betäubt. Okay. Da fehlt noch was. Da fehlt ein Zahnrad oder? Tatsächlich. Ja, da ist es auch schon. Aber Munition findest du jetzt hier. Also Survival ist das jetzt nicht gerade. Außer da kommen noch riesige Gegnermassen, die ich nicht erwarte. Das ist schon besser. Ja. Bitte sag mir, was ich da sehe. Ich habe keine Ahnung. Ist etwas Neues. Geh extrem vorsichtig vor. Geh vorsichtig, okay. Ich denke mal, da wird das Bekämpfen schwer sein. Mit hoher Regeneration. Ach, und jetzt ist hier plötzlich verschüttet. Da gibt es hier eine Münze. Was ist da unten? Achso, das war, hier kam ich gar nicht her. Okay. Jetzt ist alles gut. Glaubst du wirklich dran? Dass du das denkst. Ich bin nur der Köder. Und du bist drauf reingefallen. Was? Oh, Mist!
Nimm den Filter von meiner Maske. Schnell. Dann stirbst du. Ich bin sowieso tot. Er hat recht, Chris. Schau zu und lerne. Benimm. Oh, Lucas, Alter, ist so krank, der Typ, ey. Ey, dass man das auch noch mit angucken muss, ey. Tage brauchte gerade, aber... Lucas. Sag mal, der Typ... Lucas hat der ist auch echt krank, der Typ, ey. Jetzt habe ich hier so einen tollen Filter, aber was kann ich jetzt damit machen? Darunter brauche ich ja nichts, jetzt habe ich da einen dicken Filter. Okay, das liegt auch nochmal über den Zahn. Oh, zwei Münzen aber schon mal, das ist schon mal was. Kannst nicht abwarten, das Arschloch in die Finger zu kriegen. Denk daran, dass wir ihn lebend brauchen, Chris. Ja, ja. Okay. Nochmal zwischenspeichern. Und dann soll das auch schon wieder das mit der ersten Folge gewesen sein. Ich werde dort natürlich hier sofort weiterspielen, aber ich moderiere die Folge schon mal ab. Bis zum nächsten Mal.